hier. Ach, da waren die Einsachen. Ja, wie bei Portal. Ich find's auch mega. Also ich muss sagen, dieses kleine Radio ist halt schon irgendwie cool, ne? So. Hallo. Guck mal, wie sie gar nicht juckt. Ich finde das Radio mega faszinierend, es tut mir leid. Dafür bekomme ich nochmal was, ja warte mal, damit das nur überall. Gut, dass ich es nochmal gemacht habe. Nee, noch nicht. Alles gut. Erstmal sammle ich hier jetzt eben Geld ein. Ich finde meine Idee mit dem Schüler davor halten auch nicht schlecht. Kann ich mit dir irgendwas machen? Jo. Warum ist er jetzt weggegangen, der eine? Ich hab euch gemacht, ich hab ihn doch nur angezaubert. So, das ist Quatsch. Damit komme ich auch nicht weiter. Hier kann ich nicht drauf zaubern, das ist mir bewusst. Ich kann das Ding nicht drehen. So, kann ich hier irgendwie zaubern? Nee. Nein, weg. Kann ich das Gedudel wieder ausmachen? Das nervt mich jetzt doch. Das Genudel ausmachen. Ja, der ist in den Abgrund gesprungen. Einfach in den Abgrund gesprungen. Ungefähr so. Warum kommt hier jetzt nicht hier raus? Okay, gut. So, jetzt wieder hier probieren, Rätsel zu lösen. Also ich komme da nicht durch, weil das Wasser da ist. Was kann ich gegen Wasser machen im Moment? Ihn dazwischen babbeln. Nein, das klappt auch nicht. Was ist hier? Hier war ich auch noch nicht. Warum hat man da überhaupt diese Dinge angebracht? Das ist total nervig. Ja. Nee, jetzt probier ich erstmal selber aus hier ein bisschen. Die Schlange hat was. Warte mal. Zack. 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 Jetzt ist hier nur die eine. Dass sie nicht dauerhaft da ist. Nein, falsche. Dass sie nicht dauerhaft da ist, ist auch klar. Oh, danke Michael. Applaus. Für das ganze Geld, was dahin verpufft.
Ja, Hauptsache er explodiert. Warum explodiert er denn jetzt direkt? Dadurch. Er hat sich überarbeitet. Zack, gehen wir auch direkt rein. Okay, er macht auch mal wieder Blödsinn. Weil was Sinnvolles macht er sowieso grundsätzlich nie. Willkommen im Gemeinschaftsraum der Slytherin. Dafür brauche ich. Jetzt darf ich nicht aus Versehen weitergehen. Das wäre nicht so nervig, wenn ich aus Versehen weitergehen würde jetzt, ne? Okay, hier gibt es Lampen, die ich anmachen kann. Ja, okay, doch. Ja, danke. Perfekt, genau das will ich machen. Explosionen sind immer gut. Sesam, öffne dich. Perfekt. Ein Moment, ich muss mal wieder einmal kurz hochscrollen. Oder auch nicht. Ja, Zeit ihn zu opfern. Sehe ich genauso. Ach, das war ein Schüler in Gefahr, das habe ich jetzt. Ich hätte jetzt eher nicht gesagt, dass er in Gefahr ist, sondern eher, dass er ein Quatschkopf ist. So. Dann machen wir hier natürlich noch die Laternen an, weil es müssten ja insgesamt 6 sein. Keine hier oben? Nein, gut, da oben ist keine. Ist hier sonst noch irgendwas? Kann ich hier noch drauf rumjumpen oder so, dass ich. Nee, da ist aber auch nichts mehr. Kann ich noch irgendwas kaputt machen, damit ich irgendwie ein bisschen Money noch bekomme? Das muss ja nicht mehr viel sein. Klein bisschen Money wäre ja schon nicht schlecht, ne? Oh, damit haben wir auch schon alles gesammelt, was wir brauchen. Das passiert auch nicht so oft bei mir beim ersten Mal, aber da ich ja wie gesagt sowieso alles nochmal mache, geht das voll klar. Ich gehe mal davon aus, da will ich noch nicht rein, da kann ich aber auch nicht rein, gut. Ist hier noch eine Laterne, aber die würde ich trotzdem anmachen wollen. Schon wieder ein armer Fischi. Ich sammle das jetzt trotzdem ein, auch wenn ich es eigentlich nicht brauche, aber ich schätze mal, das ist so wie in vielen anderen Spielen auch. Punkte kann man nicht genug haben. So. Oh, wir haben wieder mal Hufflepuff und Ravenclaw in der Mission gefunden. Okay, der springt ja dauerhaft, der kann ich nicht. Das kann ich ihm nicht. Ich kann ihn sozusagen nicht retten. Wenn er halt auch nicht will, ne? Das kann ich flippen lassen. Dann machen wir den Fisch ins Aquarium. Den Totenkopf raus. Die Augen vom Totenkopf in die Schlange. Und öffnen so die Tür. Ja, ungefähr sowas auch. Im echten, in der echten Geschichte.
Da sehen wir, dass wir die Hauswappen von Hufflepuff und Ravenclaw gesammelt haben. Endlich mal wieder ein wahrer Zauberer. Das heißt, wir haben 100% der Punkte gesammelt, die wir brauchten dafür. Wir haben inzwischen deutlich mehr als die 500.000 Punkte, die wir vorher hatten. Wir haben den Schüler aus seiner Gefahr befreit. Haben 36 von 37, 38 von 200 Steinen. Gehen jetzt aber noch einmal kurz. Kann sein, aber da ich das ja eh nochmal spielen muss, Michael, ist das nicht so schlimm. So. Jetzt gehen wir noch einmal kurz in den tropfenden Kessel. Weil ich noch eine Sache nachgucken möchte. Und zwar in der Winkelgasse. Und zwar wollte ich einmal gucken. Guck mal, hier kann man auch viel Safttrank benutzen. Das ist schon mal gut. Das ist Kleidung. War das hier? Weiß gar nicht, warte mal. Nee, das war Zauber. Zauber will ich mir noch nicht kaufen. Die kaufe ich mir erst, wenn das Spiel, wenn die Story durch ist. Vorher hole ich mir die auf jeden Fall nicht. Das war hier oben nochmal. Ich wollte mir nochmal angucken, was das war. Genau, hier konnte man... vom Fallen gerettet werden und das kostet 75.000. Ich hole es mir einfach mal, weil Schaden tut es glaube ich nicht. Das noch eins, was ich mir holen kann, das mache ich dann auch. Das aktiviert, beziehungsweise es ist ja dann nicht aktiviert, es ist ja dann nur gekauft. Und das kaufe ich auch noch. So, weil warum auch nicht, wenn man das schon mal da drin hat, ne? So. Damit hätten wir das auch gekauft. Dann gucken wir hier nochmal. Hier ist aber auch nichts. In Gringotts sind die Bonuslevel, die wir dann auch erst nach Abschluss der Story uns alle angucken. Und hier kann man... Na komm, hier war ich jetzt auch noch nicht drin. Das konnte man hier nochmal machen. Ach, hier konnte man Kleidung kaufen. Nee, das möchte ich jetzt aber auch noch nicht machen. Das machen wir dann auch am Ende der Story erst. So. An dieser Stelle werde ich allerdings den Stream jetzt auch beenden. Das heißt, wir werden nächstes Mal gucken, was uns die Erkenntnis bringt und vielleicht auch, was uns die Spinnen sagen wollen, weil die hat man jetzt auch schon öfter im Game gesehen. Das heißt, damit werden wir uns dann das nächste Mal beschäftigen. Ja, Kev, ich fand den Stream auch sehr schön, hat mir auch sehr gefallen. Ich würde euch dann jetzt noch einen schönen Abend und eine gute Nacht wünschen. Bevor ich den Stream aber beende, würde ich fragen, ob ihr wisst, ob jemand gerade am Stream ist oder nicht, ob ich euch weitergeben kann, sonst würde ich es einfach so ausmachen. Ich weiß aber gerade nicht, ob jemand da ist. Ja, fand ich auch, Michael. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich guck mal eben, ob ich euch noch weitergeben kann oder nicht. wer ist denn gerade live auf Twitch? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist von meinen Streamern niemand online. Spirit ist inzwischen offline gegangen, aber das ist ja auch okay. Dann
bleibt es dabei. Ich beende den Stream so. Ich schicke euch diesmal nicht weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bye bye.